Moinsen, meine Negonenten, und somit begrüße ich auch die, die den ganzen Tag nur zu Hause rumsitzen und dieses Game einfach suchten bis zum Umfallen, sobald ein neues Event draußen ist, so wie heute. Jawohl, es ist ein neues Event draußen. Und zwar hat sich Big Point da jetzt dieses Mal etwas überlegt, so ein bisschen mehr PvP und mehr Spannung in das ganze Spiel reinzubringen. Und zwar ein sogenanntes Wargame-Event, also sprich einfach mal ein Event, wo wir Aliens Wellenreihen nach schießen und dann werden wir mit einer bestimmten Punktzahl dann auf eine andere Map gebeamt bzw. gezogen, um dort dann halt gegen andere Spieler kurzes PvP zu machen, und wenn wir sterben oder unsere 5 Minuten um sind, die wir da Zeit haben, um Spieler abzuschießen, natürlich gibt es auch für die Spieler Punkte. Ja, dann können wir wieder von vorne beginnen, indem wir einfach wieder Aliens der Reihe nach schießen, bis wir genug Punkte haben, um auf die andere Map der Gegner zu kommen. Aber ich lese jetzt mal ein paar genauere Informationen vor, so wie es halt im Forum steht. Und dann erkläre ich euch nochmal die einzelnen Punkte so nebenbei, damit die, die da jetzt nicht so einen Überblick haben, sich ein bisschen besser auskennen, also dass wir hier mal überhaupt sich ein bisschen zurechtfinden. Ich möchte auch dazu sagen, dieses Event beziehungsweise diese Veranstaltung soll so alle ein oder bis zwei Wochen einmal ein paar Tage laufen mit unterschiedlichen Belohnungen, weil es gibt ja Belohnungen auch wieder, für das ihr Punkte da drinnen macht. Und ja, damit soll auch ein bisschen das PvP angekurbelt werden. Also freut euch, es soll öfters kommen und ich hoffe, ihr feiert es ein bisschen so wie ich. Es ist gerade auf jeden Fall mal ein bisschen Abwechslung. Und ja, wir schauen uns das kurz an. Ich hoffe im Hintergrund, dass wir euch so gut ein bisschen Unterhaltung sorgen, dafür Unterhaltung sorgen. Ja, weil ein bisschen Gameplay laufen lassen, während ich das hier chillig vorlese. Ja, wir sind ja auch gerade ganz kurz. Ich wurde gerade gebeamt auf die Feindes Map und da versuche ich gerade ein paar Spiele abzuknallen, um noch ein paar Punkte zu sammeln. Man sieht es dann eh links, das Fenster, man sieht es da eh, stehen die Punkte eh angeschrieben. Und ja, wenn man da ein paar Spiele abschießt von der anderen Map, dann bekommt man da Punkte, und je mehr Punkte bekommt man auch bessere Belohnung. Ist klar, so natürlich verreckt. So, jetzt aber endlich vorlesen. Also, der Überblick. Sobald Sie sich für das Event angemeldet haben, sind Sie zufällig Teil eines der beiden Teams, der Blue Ballistics oder der Red Rampage. Jawohl. So, in diesem Fall sind wir auch gerade im Team der Blue Ballistics, wie man es auch sehen kann. Und das Anmeldefenster ist ganz einfach zu sehen und man braucht einfach nur einmal draufdrücken, wartet ungefähr, ich glaube, nicht länger als 30 Sekunden und wird schon gezogen, entweder in die Blue oder ins rote Team. So, schließe dich deinem Team an, spiele verschiedene NPC-Wellen durch, das heißt, wir schießen jetzt einfach ein paar NPC-Wellen, die so nach der Reihe auftauchen, und erhöhe den Event-Score, also man bekommt pro Welle, also beziehungsweise pro Alien Punkte. Aber nur die für den einenjenigen rot sind. Ja, wenn du auf den gegnerischen, also auf die gegnerischen Aliens schießt, bekommst du da keine Punkte. Nur wenn du dein Alien als erster angeschossen hast und es auch deins ist, also rot, wie man es halt kennt, bekommst du auch die Punkte dafür. Nach 10 Wellen werden die besten Spieler jeder Mannschaft auf die Karte der anderen Mannschaften teleportiert, wo sie gegen die anderen Mannschaften kämpfen wollen. Hier steht kämpfen wollen. Link zu dem Forumbeitrag ist dann auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, das ist jetzt ein bisschen gut gesagt. Es werden immer die besten Spieler gezogen, die halt auch die meisten Punkte geschossen haben, also den höchsten Score gerade gemacht haben oder die ja, meisten Punkte durch die Wellen geschossen haben. Auf jeden Fall, wenn wir dann teleportiert werden, töte so viele feindliche Spieler wie möglich. Jeder Kill bringt dir große Bonuspunkte für deine Eventpunktzahl. Richtig, dann bekommen wir mehr Punktzahl und mehr Belohnung. Am Ende dieses Kampfes wird ihre Eventpunktzahl in Belohnung umgewandelt, genauso steht es hier. Und ihr könnt dieses Event jederzeit verlassen. Ihr habt da drinnen auch 3 Leben, aber ich glaube, dazu kommen wir dann eh nochmal. Und ja, hier steht sie. Also wie es funktioniert, sie werden einem Team von Söldnern zugeordnet, zwischen 5 und 30. Gesellschaft ist nicht der König in diesem Wettbewerb. Ihr Team ist alles. Genau. Das ist nämlich ein guter Punkt, weil ihr werdet einfach random mit irgendwelchen Leuten auf eine Map gezogen. Also sprich,
wie Nusen, Erde, Mars, kommt alles auf eine Map, Kriegsgegner, ja, nein, ist egal. Ihr könnt euch nicht angreifen, ihr müsst als Team spielen. Und das ist halt auch mal wieder interessant. Man muss einfach als Team spielen, das ist halt komplette Abwechslung, finde ich jetzt aber nicht schlecht. Man muss da halt einfach zusammen spielen. Macht Spaß aber auch, dann auf der anderen Map die Gegner abzuknallen und es sind halt deine Clan-Kollegen, ne? Also, es muss einfach sein, es ist wirklich ein lustiges Spiel. Man bekommt auch keine Minus-Ehre, also man braucht sich da auch mal absolut keine Gedanken machen. Richtig geil. So. Du hast 3 Leben im Kriegsspiel. Wenn sie sie verlieren, können sie sich in einer Warteschlange stellen, um das Ereignis erneut aufzurufen. Also du hast 3 Leben, wenn du die verkackst, ja, kommst du frühzeitig raus, bekommst die Belohnung für deine Punkte, kannst aber jederzeit wieder rein. Ihr Ziel ist es, durch Wellen von außerirdischen Feinden voranzukommen. Nachdem sie genügend Wellen überstanden haben, wird das Beste aus ihrem Team für die Invasionsphase der Söldner ausgewählt. Während der Söldnerinvasionen dringen die besten Konkurrenten eines Teams in die feindliche Karte ein. Hier bricht die Hölle los. Die Invasoren sind unterwegs, um so viele Feinde wie möglich zu töten. In PvP-Kämpfen gibt es nur ein Leben. Also wenn man jetzt auf die andere Map kommt und verreckt, ist es aus. So wie wir es kurz am Anfang bei mir gesehen haben. Also wir kommen rüber, schießen 2 ab, sterben. Gut, kommen wir wieder auf unsere Map zurück und müssen weiter Alien schießen. So, die Invasionen der Söldner dauern so lange, bis alle Invasoren gestorben sind, also bis wir die ganze Map vernichtet haben oder bis der 5-Minuten-Timer abgelaufen ist. Sie erhalten Punkte für jeden außerirdischen oder feindlichen Söldner, den sie im Wettbewerb besiegen. Feindliche Söldner sind natürlich mehr wert als außerirdische, ist klar. Sobald das Event endet oder sie das Event verlassen, werden ihre Punkte in Belohnung umgewandelt, auch wenn sie zerstört werden. Richtig. Und das ist zum Teil nicht wenig. Ich glaube, ich habe gestern 20 bis 30 Minuten ungelogen gespielt. 4000 Punkte gemacht, natürlich mit X4 und Seprom und allem, was geht, geschossen und habe dann umgerechnet um die 6 Millionen Ehre gemacht, also das ist okay. Wenn die Mannschaften für einen bestimmten Zeitraum ungleich sind, werden die Mannschaften neu gemischt, um die Situation auszugleichen, also relativ nett und fair. Wenn die Anzahl der Söldner in einem Wargame nach einer gewissen Zeit das Minimum unterschreitet, wird das Wargame angehalten und alle Söldner kehren in die Warteschlange zurück. Keine Sorge, sie können ihre Punkte behalten. Also auch dieser Fall ist geklärt. Für den Fall, dass sie nicht mehr weiterkommen möchten. Ja, das war's schon. Ereignisrichtlinien. Sie können das Ereignis über das Mercenary Wargame Fenster im Spielgerät eingeben. Genau, das habe ich schon gesagt. Also ein kleines Fenster rechts oben oder wo ihr das habt am Ende eurer Slotleiste. Kleines Fenster aufmachen. In der MWG-Veranstaltung werden sie einem Team zugewiesen, entweder rot oder blau. Also die Zusammenfassung lese ich jetzt hier so grob eigentlich vor. Sie können ihre eigenen Teammitglieder nicht erschießen, genau. Die Veranstaltung ist für die Teilnahme von Mittel- und Endspielern vorgesehen. Aus diesem Grund wird ein Energiebedarf bestehender Schiffe mit geringer Stärke daran hindert, in die Live-Version einzusteigen. Ihr Ziel ist es, durch die Wellen von NPCs zu kommen. Jeder getötete NPC gewährt ihnen Punkte. Genau, jetzt kommt noch das Wichtigste. Nachdem ihr Team 11 Wellen abgeschossen hat, werden die besten Spieler ihres Teams in die Karte des feindlichen Teams eindringen. Genau, also immer in der 11. Welle, also wenn die 11. Welle erscheint, wenn die 10. aus ist, werden die besten 10 gezogen und die anderen schießen halt aber die Wellen weiter. Und die Invasion erfolgt jede 10. Welle, nach der 1. am 11. und das geht dann weiter, 21, 31, 41 und so weiter. Ich glaube, wir waren gestern bei der Welle 100, also das war überhaupt schon eine hohe Welle. Ich weiß nicht, ob es noch weiter geht, ich habe dann aufgehört, Welle 100 reicht. Es gibt auch Wellen mit Uberkristallon und das ist mir schon wieder viel zu viel und viel zu stressig. Aber bringt Punkte, also schießt man auf jeden Fall. So. Die besten Spieler werden als die Spieler bezeichnet, die in den letzten 10 Wellen die meisten Punkte durch NPC-Skills erzielt haben. Genau. Während der Invasion musst du so viele feindliche Spieler wie möglich töten. Wenn du stirbst, wirst du zur Karte deines Teams zurückgebracht. Die Invasion dauert maximal 5 Minuten oder wenn alle Invasoren ihr Leben verlieren. Tötungen von Spielern ergeben 800 Punkte, wenn sie eine feindliche Karte angreifen und 250 Punkte bringt es, wenn sie ihre eigenen verteidigen. Also wenn du jetzt auf deiner Map bist und es kommen schon die ersten Gegner auf deine Map und du schießt einen ab, bekommst du 250 Punkte. Aber wenn du ein Angreifer bist und nach der 10. Welle auf die Feindes-Map kommst und dann einen Spieler abschießt, bekommst du 800 Punkte. Aber das stimmt, glaube ich, nicht so, weil ich habe das gestern gemacht. Also es wird auch wieder ein bisschen gegengerechnet mit dem, wie stark die sind. Aber das habe ich noch nicht so genau verfolgt.
man müsste das kurz beobachten in dem Gameplay hier nochmal kurz, weil da schieße ich eigentlich auch ein paar Spiele ab und da müsste man kurz auf die Punkte achten. Aber gut, nicht so wichtig. Auf jeden Fall wissen wir jetzt den groben Punkteunterschied. Wenn sie die Map verlassen, werden die Punkte, die sie verdient haben, in Belohnung umgewandelt. Die Belohnung pro Punkt werden im Fenster angezeigt, bevor sie sich zur Veranstaltung anstellen. Also diese Veranstaltung soll, genau, das haben wir eh schon. Okay, genau. Diese Veranstaltung soll halt alle 1 bis 2 Wochen stattfinden. Über ein paar Tage. Und ja, somit war es das ja eigentlich schon. Ich hoffe, ich konnte das so gut und grob erklären, dass es somit eigentlich alle verstanden haben. Sollten doch noch kleine Fragen auftauchen, schreibt es in die Kommentare. Aber ich kann euch da, glaube ich, auch nicht mehr beantworten, als wie es im Forum steht. Wie gesagt, ich werde das Ganze auch nochmal für euch als Link in die Videobeschreibung gleich ganz oben hinpacken. Und da könnt ihr draufklicken. Es wird natürlich auch nur im englischen Forum wieder mal vertreten sein. Ich war halt da mal wieder so nett und habe es mir einfach über Google Chrome übersetzen lassen. Wer sich das auch übersetzen lassen möchte, ladet euch Google Chrome runter. Das hat immer so eine automatische Übersetzfunktion auf Deutsch. Gutes Deutsch. Ich habe es gerade vorgelesen, es funktioniert gerade relativ gemütlich, sage ich jetzt mal. Ich möchte dazu sagen, das Event ist auf jeden Fall relativ angenehm und bringt auf jeden Fall Punkte. X4-Verschleiß ist auf jeden Fall relativ groß. Ich finde es halt abwechslungsreich, dass wir auch mit unseren Kriegsgegnern zusammenschießen können. Und wir können sich auch nicht auf die Eier gehen, indem wir sich abknallen. Also es ist eh egal, aber wir können halt als Team spielen und es ist dann halt relativ lustig. Schon wie vorhin gesagt, wenn wir ja dann auf die andere Map kommen und unsere eigenen Leute abknallen können, es ist, also die eigenen Clan-Mitglieder. Es ist mal wirklich ein komplett neues PvP-Event. Haben sie mal wieder was Interessantes rausgebracht und bin ich halt gespannt, was es dann noch zukünftig bringen wird, weil dieses Event wird ja öfter stattfinden und es sollen ja auch dann unterschiedliche Belohnungen kommen. Also ich bin da gespannt. Es ist auf jeden Fall mal wieder ein Event, was Abwechslung reinbringt. Ich werde zwar auch noch immer für dass sie wieder mal das Team Deathmatch zurückbringen würden, wo man ja immer 5 gegen 5 spielen konnte. Das wäre halt für mich mal wieder interessant. Aber, ja. Man könnte noch so einiges diskutieren, was sie auch mal wieder rausnehmen könnten, weil viele Events schon wieder nicht mehr so stattgefunden haben. Sprich zum Beispiel, dass die UBA, dieses Fenster, glaube ich, existiert ja auch noch und das sind so Sachen. Könnten sie irgendwie wieder rausnehmen, wenn sie schon nicht mehr irgendwas darüber machen und sie jetzt sowieso so ein Event haben. Aber gut, sind nur meine Meinungen. Schreibt sie auf jeden Fall noch vielleicht eure Meinungen sonst dazu in die Kommentare oder Fragen wieder mal so. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr es machen würdet. Ansonsten war es das von mir. Ich wollte euch mal nur kurz drüber informieren. Vielleicht kommt die Tage nochmal so ein anderes Video. Ich weiß es noch nicht. Es ist gerade nicht sehr viel los, außer dieses Event. Wie gesagt, ich werde es ein bisschen mitspielen. Vielleicht machen wir ein bisschen ein Kampfvideo. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr ein Fight-Video haben wollt, so ein bisschen in der Wargame-Zone. Und ansonsten würde mich jetzt noch freuen, wenn ihr einen Daumen der Folge raufgeben würdet. Ansonsten, wenn nicht, dann nicht. Wenn ihr es neu dazugeschaltet habt, lasst doch ein Abo da. Dann werdet ihr regelmäßig benachrichtigt. Natürlich auch nur, wenn ihr die Glocke aktiviert habt. Und das muss ich dazu sagen, weil es wird halt sehr oft vergessen. Und dann werde ich immer gefragt, warum bekomme ich keine Benachrichtigungen mehr vor dem krassen Dude. So, nein. Hier sieht man es jetzt eh nochmal ganz zum Schluss. Die Endbelohnung. Und ich sage jetzt dennoch reingehauen. Wiederschauen. Wir sehen uns dann auch wieder beim nächsten Mal. Hab mich auf jeden Fall wieder gefreut. Und ciao.